Hey, liebe Zuschauer, mein Name ist Akone und in der heutigen Premiere Pro will ich dir, lieber Zuschauer, zeigen, wie du den coolen und einfachen Flickr-Text erzeugen kannst. Darüber hinaus will ich dir noch, lieber Zuschauer, zeigen, wie du den coolen und einfachen Transition-Effekt erzeugen kannst. Wie das Ganze natürlich wie immer funktioniert, zeige ich jetzt in meinem Video wie immer Schritt für Schritt. Damit wir Flickr-Text erzeugen können, brauchen wir nicht viel. Es ist nur wichtig, dass wir einen Text im Video erzeugen. Das heißt, wir klicken hier unten auf dieses schöne Type-Tool, klicken darauf und erzeugen dann in diesem Fenster einfach x-beliebig das, was wir in dem Video darstellen wollen. Im nächsten Schritt gehen wir runter zu der Timeline und zoomen so weit wie möglich ran. Ist dieser Schritt getan, drücken wir mit der Hochfalt-Taste so, dass wir an die 0. Sekunde springen. Und jetzt ist es so, mit der Shift-Taste und der Pfeiltaste zur Seite springen wir zu 0,005 oder wie auch immer das ist, zum ersten Punkt, drücken die C-Taste und wollen das Ganze somit schneiden. Natürlich ist es wichtig, dass wir den Text auswählen, nicht die Videodatei, denn wir wollen den Text bearbeiten, nicht die Videodatei. Das machen wir jetzt so oft wie möglich, wie wir es haben wollen, wie das flickern soll, und machen das jetzt einfach mal. Ist das erledigt? Ist jetzt so, damit wir das Ganze flickern können, müssen wir einfach hier sagen, an dieser Stelle, das erste soll entfernt werden, das zweite bleibt, das nächste wird dann wieder entfernt und. Haben wir das Ganze, können wir uns das ganz kurz anschauen, was wir erzeugt haben. Sieht das schon mal gut aus. Jetzt natürlich wollen wir das Ganze auch am Ende des Textes erzeugen, denn wir wollen das Ganze somit wieder ausfädeln. Ist dieser Schritt auch getan, können wir uns ganz kurz anschauen, was wir hier angestellt haben überhaupt. Sieht doch schon mal gut aus. Jetzt möchte ich dir noch, lieber Zuschauer, zeigen, wie du die tolle Flickr Transition erzeugen kannst. Dazu brauchen wir einfach eine zweite Videodatei, die wir bearbeiten wollen. Ziehen das Ganze auf die zweite Ebene hoch, so dass wir das Ganze über dem anderen Videoformat haben. Ziehen das Ganze einfach in die Länge, die wir haben wollen, und können das gleiche wie gerade bei dem Texteffekt erzeugen. Das heißt, wir gehen wieder mit der Hochfalt-Taste zur Seite. Bist du damit zufrieden, ist jetzt noch der letzte Schritt, dass wir dann wieder die einzelnen Dateien, die wir abgeschnitten haben, einfach entfernen. Das heißt, einen wegmachen, einen wieder stehen lassen und wieder einen wegmachen. Haben wir das, können wir uns das ganz kurz anschauen, was wir hier auch angestellt haben. Ich bin auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir, lieber Zuschauer, hat das Ganze gefallen. Lass mir mal ein Like da, vergesst mich nicht zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Folgen von mir, Akone, im Premiere Pro verpasst. Also dann bis zum nächsten Mal.